Herzlich willkommen bei unserer Reise durch die Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und jetzt beschäftigen wir uns mal damit, warum Strom eigentlich grundsätzlich immer günstiger wird. Das haben wir uns ja auch schon an anderer Stelle genau angeschaut. Schwankt zumindest immer der Preis, er ist auf jeden Fall niedriger als in der Vergangenheit. Gleichzeitig die Stromrechnung, zumindest für die Haushaltsverbraucher, aber immer teurer wird, immer höher wird und warum da immer mehr zu bezahlen ist. Wie kann das überhaupt gehen? Wie kann das Ganze zusammenhängen? Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Wichtig ist, dass wir dabei verschiedene Aspekte betrachten, die hier zusammenspielen. Unter anderem erstmal überhaupt die Strompreisentwicklung, wie sie sich eben nicht nur an der Börse getan hat, da schwankt sie immer, ist aber auf jeden Fall niedriger als in der Vergangenheit, sondern vor allem die Strompreisentwicklung beim Kunden, beim Verbraucher und gehen dort, nachdem wir uns den Haushalt angeschaut haben, auch nochmal in den Industriebereich und in den Dienstleistungsbereich, um zu schauen, was dort noch für Preisunterschiede im Vergleich zu uns Haushaltsverbrauchern zu finden sind. Wir gehen dann natürlich auf die Entgelte und Umlagen ein, die hier zu zahlen sind, die schlussendlich das Kammerstrafverraten der Grund sind, warum die Rechnung so teuer ist im Vergleich. Und wir gehen auch nochmal auf das Thema Smart Metering ein, weil es sowohl ein Aspekt sein kann, der unsere Stromkosten in Zukunft ein bisschen niedriger macht, unseren Energieverbrauch niedriger gestaltet, was aber auch ein Aspekt ist, der, wenn wir nicht allzu viel damit anfangen, erstmal nur Kosten bedeutet, und zwar noch mehr Kosten für den Endkunden. Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal genauer zu sprechen. Wir wollen damit beginnen, was, glaube ich, diesen Aspekt der teuren Rechnung ein bisschen weiter verdeutlicht, mit dem Thema von Sperrungen, von Stromsperren, die in Deutschland veranstaltet werden. Nämlich immer genau dann, wenn ein Kunde grundsätzlich nicht gezahlt hat, wenn er seine Rechnung nicht bezahlt hat, wenn er auch auf Mahnungen nicht reagiert hat und dann schlussendlich eine Sperrung des Stromzählers angedroht wird und dann auch durchgeführt wird. Wir haben in Deutschland etwa 55 Millionen Kundenanschlüsse, also Haushalte, wo praktisch ein Stromanschluss vorliegt. Und jetzt, wenn wir mal so von 55 Millionen ausgehen, wie viele Sperrungen und wie viele Androhungen von Sperrungen gibt es da? So im Jahr 2017 allein schon mal 4,8 Millionen Androhungen der Sperrung und halt 330.000 tatsächliche Sperrungen. Und wenn wir uns diese Zahl anschauen, dann läuft es darauf hinaus, dass die Androhung bei fast 10% der Anschlüsse gekommen ist. Statistisch betrachtet, wenn man es ein bisschen weiter auflöst, läuft es natürlich auch darauf hinaus, dass mehrere Haushalte mehrfach eine Androhung hatten. Also das bedeutet nicht, dass jeder zehnte Kunde tatsächlich eine Androhung hatte, aber immerhin trotzdem fast 5 Millionen Sperrungen angedroht worden sind und immerhin dann tatsächlich noch fast 10% der Androhungen auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Und das ist schon ganz schön krass. Das sind erschreckende Zahlen. 2018 wurden es immer noch ein paar mehr Androhungen, ein paar weniger Sperrungen im Strombereich. Gas ist da noch gar nicht dabei. Gas sind deutlich weniger natürlich. Aber im Strombereich ist es schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie viele Sperrungen das sind. Zu beachten ist, dass das bisher natürlich extrem aufwendig ist, weil so eine Sperrung bedeutet, dass ein Monteur, ein Elektriker von den Stadtwerken oder wem auch immer, hinfahren muss zum Endkunden, an den Stromzähler muss, sonst also auch in den Keller muss, er muss ja irgendwas mal hinkommen, er muss aufgeschlossen werden. Und dort sperrt er dann den Zähler und verplombt den auch. Das heißt, er nimmt ihn vom Netz und er tut eine Plombe drum, damit man auch sieht, dass der Endkunde selbst nicht nochmal drangegangen ist, sondern eben tatsächlich hier eine richtige Sperrung stattgefunden hat. Das ist aber auch verdammt teuer. Ne? Also das sind ja allein schon Personalkosten, das ist ein Aufwand, da muss geplant werden, da muss entsprechend hier auch ein bisschen Zeit investiert werden. Und so kostet so eine Sperrung tatsächlich 50 Euro bis zu 200 Euro und mehr. Und die Entsperrung dann gleich nochmal so viel. Was ja auch bedeutet, dass ein Kunde, der ja sowieso schon nicht gezahlt hat, und die meisten Kunden zahlen ja nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie sich tatsächlich nicht leisten konnten, dass sie dann nochmal eine extra hohe Rechnung bekommen, allein dafür, dass das gesperrt und wieder entsperrt wurde. Aber das können sich die meisten einfach nicht leisten. Das hilft alles natürlich nicht. In Zukunft wird das Ganze ein bisschen entspannter für die Energieunternehmen, weil die tatsächlich bei einem Smart Meter problemlos per Knopfdruck die Energieversorgung auch unterbrechen können. Das heißt, die Sperrung auch auf Knopfdruck stattfinden kann. Und genauso wie auch die Entsperrung dann wieder auf Knopfdruck stattfindet, also die Wiederinbetriebnahme auch sofort wieder kommen kann, sobald der Kunde dann im Zweifel auch digital bezahlt hat. Das ist also schon mal eine Andeutung dafür, es gibt in Deutschland tatsächlich ein Problem mit Strompreisen, weil es genügend Sperrungen gibt, die eben leider Gottes stattfinden. Gehen wir mal genau darauf ein, wie sich die Strompreise denn überhaupt verhalten.
Die haben sich über die letzten Jahre, diese Grafik zeigt das von 2006 bis 2019, die haben sich deutlich erhöht. Die Gesamtmenge, die also praktisch hier immer am Ende ist, sehen wir, hat sich von 2006 bis 2012 immer stetig erhöht und dann zumindest ist sie auf einem relativ stabilen Niveau hochgeblieben. Wir können es auch mit Zahlen nochmal untermauern. Während 2006 eine Haushaltsstrom-Kilowattstunde ungefähr 20 Cent gekostet hat, ist sie 2019 schon bei 30 Cent gewesen. Also um einfach mal die Hälfte erhöht. Wichtig ist dabei, welche Aspekte tatsächlich dahinter stecken und welche Aspekte sich hier vor allem so erhöht haben. Denn tatsächlich läuft es nicht darauf hinaus, dass der Strom als solcher teurer geworden ist, also der Strom an der Börse oder eben auch in der Erzeugung in den Kraftwerken und Anlagen, der ist nicht unbedingt so viel teurer geworden. Also wenn man sich das mal anschaut, von ungefähr 5 Cent auf 7 Cent, das ist vernachlässigbar, fast schon. Ein Aspekt, der auf jeden Fall immer noch greifbar ist, sind die Netzentgelte, das heißt die Kosten für das Stromnetz und für den Zähler, für den Stromzähler. Die haben sich von ungefähr 7 Cent auf 7,4 erhöht, das ist einfach fast auch nicht zu merken. Und dann gibt es so verschiedene Aspekte wie die Steuern, also Mehrwertsteuer oder auch Stromsteuer. Das sind der pinke und der rote Aspekt. Die sind ja relativ stabil schlussendlich. Aber was man auf jeden Fall sehen kann, ist der Bereich der Umlagen, der sich deutlich erhöht hat und das ist vor allem der hellgrüne Bereich, der sich von einer so kleinen Aspekt, dass man hier nicht mal mehr eine Zahl hinschreiben konnte in der Grafik von BDW, bis hin zu eben fast 7 Cent erhöht. Das ist die EEG-Umlage, auf die wir gleich nochmal genauer zu sprechen kommen. Der Grund, warum der Strompreis in Deutschland so extrem hoch ist, ist eben eine Bepreisung mit verschiedenen Abgaben, Umlagen und Aufschlägen und schlussendlich natürlich auch Steuern. Während sich verschiedene Aspekte absolut von alleine erklären, wie eben natürlich die Kosten für den Strom selbst, für die Stromnetze und die Stromzähler, die Steuern, ja klar, auch wenn wir Stromsteuer und Mehrwertsteuer draufsetzen, könnte man ja vielleicht auch noch einsparen. Da gibt es sowas wie die Konzessionsabgabe, die dafür gezahlt wird, dass der Netzbetreiber die Leitungen im hoheitlichen Gebiet einer Kommune bauen darf, was ja auch notwendig ist, was natürlich auch eine Einnahmequelle für die Kommune und für die Stadt darstellt, ist ja auch wichtig, kann man alles verstehen. Aber sobald es dann mit der Forderung von erneuerbaren Energieanlagen, von Kraftwerkkopplungsanlagen geht, dann wird es langsam schon interessanter, weil hier eine Subventionierung dieser Anlagen schlussendlich auf Kosten der Haushaltsverbraucher stattfindet. Und das ist etwas, was erstmal so organisiert ist. Denn die Subventionierung von Kohlekraftwerken und von Kernkraftwerken ist über die letzten Jahrzehnte eben nicht auf Kosten des oder nicht auf unerhörten Rechnungskosten der Haushalte abgewälzt worden, sondern das waren Steuergelder. Ist also nicht so unmittelbar zu spüren gewesen. Es wurde mal versucht, das Ganze auf die Rechnung zu schreiben im Rahmen des sogenannten Kohlefelds. Den gab es mal eine ganze Weile, aber da gab es damals Verfassungsklagen und das Bundesverfassungsgericht hat vor einer ganzen Weile den Kohlepfennig für nichtig erklärt, weil eben Subventionierungen für die Kohleindustrie bereits absolut mit immensen Ausgaben aus Steuergeldern platziert waren, hat man eben gesagt, das muss nicht nochmal extra auf der Stromrechnung des Endkunden landen. Weil es eben nicht so eine extreme Subventionierung aus Steuergeldern gibt für erneuerbare Energieanlagen, ist es bisher verfassungskonform gewesen, das Ganze auf der Stromrechnung des Endkunden zu platzieren. Warum ist die immer weiter gestiegen, diese EEG-Umlage? Naja, vor allem wegen der auch immer steigenden Anzahl und dem Bedarf von Förderungen für erneuerbare Energieanlagen. Wie sich das genau entwickelt hat, schauen wir uns das gleich nochmal an. Aber es ist auf jeden Fall auch zu sagen, dass nicht nur diese unmittelbare Subventionierung hier zu sehen ist, sondern eben auch unter den Aspekten Strom-NEV-Umlage und Offshore-Haftungsumlage, dass hier noch ein paar so Hintertüraspekte mit eingeführt worden sind, die man auch spüren kann. Die § 19 Strom-NEV-Umlage sagt nämlich nichts anderes, als dass Einsparungen für Industriekunden in genau diesen Umlagenbereichen, das heißt die Subventionierung, die Wirtschaftsförderung für große Industriekunden, eben nicht diese Umlagen bezahlen müssen, dass die jetzt wiederum aus anderen Geldquellen kommen sollen und das sind eben die Haushaltsverbraucher. Das, was die Industriekunden also nicht an die EEG-Umlage zahlen müssen, das müssen die Haushaltskunden in der § 19 Strom-NEV-Umlage zahlen. Das ist also eine denkbar kryptisch benannte Umlage, die nichts anderes sagt als, hey, bezahlt mal das, was die Industriekunden nicht bezahlen.
wäre die Offshore-Haftungsumlage auch nochmal was ganz Absurdes ist, nämlich der Geldsäckel dafür, dass Offshore-Windparks regelmäßig nicht rechtzeitig am Stromnetz angeschlossen werden. Was ja eben bedeutet, dass sie zwar bereit sind, um Strom praktisch zu erzeugen, dass sie also jederzeit es loslegen könnten, aber dass einfach noch gar kein Kabel durch das Meer gelegt wurde oder noch nicht angeschlossen wurde an den Windpark. Das heißt aber, die Betreiber natürlich berechtigt sind, Geld zu verdienen. Und genau dieses Geld kommt aus dem Konto, auf das die Offshore-Haftungsumlage einzahlt. Also das ist eigentlich das Versagen von Netzbetreibern, von uns als Energiewirtschaft, aber die Kosten, die legen wir weiter um auf den Endkunden und auf den Strompreis für die Haushalte. Und das ist natürlich ein Aspekt, oder sind Aspekte, die dann auch erklären, warum dieser Strompreis für diese 14 Jahre um 10 Cent erhöht hat. Also um ja schlussendlich nochmal die Hälfte, also warum die Hälfte aufgeschlagen ist. Einfach weil so viele Förderaspekte hier mit draufgeschlagen werden, die in der Vergangenheit einfach nur aus Steuergeldern kamen. Aber im Bereich der Erneuerbaren eben gerne auf den Endkunden umgelegt werden. Da kann man Verschiedenes dahinter vermuten, im Zweifel einfach nur Politik, die ja immer eine Willensbildung durch Kompromissfindung ist. Und im Zweifel war es besser, überhaupt eine Lösung zu haben als gar keine. Aber diese Lösung mit diesem Umlagensystem bedeutet eben tatsächlich eine sehr spürbare Belastung für Privathaushalte und eine Entlastung für Industriekunden, für Wirtschaftskunden, was man auch auf andere Weise hätte lösen können als durch die Stromrechner. Aber gehen wir mal weiter aus dem Bereich der Preise nochmal tiefer in den Bereich der Entgelte. Weil hier wird nochmal ganz deutlich, was diese Unterschiede zwischen Haushaltskunden und Industriekunden sind. Die Netzentgelte, die eben inklusive der Zählerkosten im Messstellenbetrieb für die Kunden berechnet werden, können wir uns ja mal anschauen von 2009 bis 2019. So für eben genau diese drei Kundengruppen, Haushalt, Gewerbe und Industrie. Während die Netzentgelte, also für Netzinfrastruktur und Zähler, im Jahr 2009 noch bei 5,80 Cent pro Kilowattstunde lagen, haben sie sich in den nächsten Jahren nur entspannt weiterentwickelt, von 5,8 auf 6,0. Das geht ja noch. Über die nächsten Jahre, aber ja noch bis 7,2. Und jetzt kann man schon sagen, 5,8 auf 7,2, das ist spürbar. Das ist durchaus eine Erhöhung, das kann man schon sehen. Was sind aber die Netzentgelte, die für Gewerbekunden und für Industriekunden berechnet werden? Und das ist ein deutlicher Unterschied. Die Gewerbekunden haben 2009 schon fast einen Cent weniger pro Kilowattstunde ausgeben müssen für diese Netzentgelte, einfach weil da eine Wirtschaftsförderung mit dahinter steckt. Die haben sich natürlich trotzdem erhöht für die Gewerbekunden, aber immer noch nicht so richtig spürbar. Es ist weiterhin so, dass 2019 ungefähr 1 Cent weniger pro Kilowattstunde für Gewerbekunden berechnet wird. Gewerbekunden sind halt Dienstleistungsunternehmen, auch die Dönerbude von nebenan, die im Zweifel ist das auch immer noch der Mittelstand. Aber was ist jetzt mit der Industrie? Die großen Industrieverbraucher, die also große Anlagen, große Maschinenhallen, große Fuhrparks betreiben, wo stecken die damit ihre Netzentgelten? Und das ist erschreckend wenig im Vergleich, weil die eben bereits schon 2009 nur bei 1,4 Cent pro Kilowattstunde lagen. Haushalt bei 5,8, Gewerbe bei 4,9, Industrie bei 1,4. Das ist schon auffällig weniger. Gerade wenn wir hier die Weiterentwicklung uns anschauen, klar, die Netzentgelte für Industriekunden haben sich auch erhöht von 1,4 auf 2,3. Aber der Unterschied zum Haushaltskunden von 7,2 Cent auf 2,3 Cent, das ist natürlich absolut offensichtlich. Und hier wird es auch relativ klar, dass da eine extreme Wirtschaftsförderung dahinter steckt, die ist auch gut für diese Industriekunden, aber die ist eben schlecht für die Haushaltsverbraucher. Das gesamte Umlagensystem und Entgeltsystem, was wir in der Energiewirtschaft anwenden, ist faktisch schlecht für Haushaltsverbraucher. Und ist in einer Situation, in der es auch immer mehr Menschen gibt, die im Mindestlohnsektor oder sogar im Hartz-IV Sozialgesetzbuchförderung leben, ist eben genau diese hier nicht mehr wirklich weiterkommen und dass die sich Strom- und Energieverbrauch kaum noch leisten können. Und dass genau dort vielleicht eine Entlastung denkbar und möglich wäre. Diese Entgelte, diese Umlagen, kann man schon mal sagen, sind der Hauptgrund dafür, warum die Stromrechnung eigentlich immer teurer wird, obwohl der Strom als solcher an der Börse, im Einkauf, in der Erzeugung gar nicht mehr kostet als in der Vergangenheit, sondern eher immer günstiger wird.
die EEG-Umlage als der wichtigste Aspekt, der heutzutage ja ein Viertel der Kundenrechnung ausmacht, der Haushaltskundenrechnung ausmacht, die lohnt es sich auch nochmal genauer anzuschauen. Vor allem, warum sie sich erhöht hat. Das ist jetzt nochmal eine Grafik von 2010 bis 2020. Von 2010 2 Cent pro Kilowattstunde EEG-Umlage auf jetzt 6,756 Cent im Jahr 2020. Ist eine deutliche Erhöhung. Wir sehen aber in dieser Grafik auch, was dahinter steckt. Man sieht es teilweise schon mal. Hier steht also die Kernumlage, der rote Bereich. Das ist also erstmal der Aspekt der Förderung. Das heißt, die EEG-Umlage gibt es ja deswegen, weil EEG-Anlagen, das heißt also die Solaranlagen, die Windanlagen, die nach EEG gefördert werden, ja garantierte Vergütung erwirtschaften. Egal, was die am Markt erreichen, egal, was die an der Börse erreichen, die kriegen eine feste Vergütung. Und das, was eben nicht am Markt erreicht wird, das muss aus dem EEG-Konto bezahlt werden. Und das steckt hinter dieser Kernumlage. Da es immer mehr Anlagen gibt, steigt natürlich auch der Bedarf in der Kernumlage, deswegen steigt die und deswegen steigt natürlich auch schon mal automatisch die Gesamtumlage. Jetzt gibt es ja aber noch so Aspekte wie die Liquiditätsreserve, die hier genannt wird. Das heißt, wir wollen auf diesem EEG-Konto auch noch ein bisschen mehr Geld liegen haben, als wir ganz scharf verbrauchen, weil es kann ja auch mal sein, dass schnell große Anlagen mehr gebaut werden und dass die dann förderfähig sind. Und dann brauchen wir einfach mal ein bisschen mehr Geld, als vorher erwartet. Dass aber vielleicht auch noch ein paar Nachberechnungen stattfinden haben. Das heißt, der Kontostand muss manchmal bereinigt werden und dass man hier verschiedene Unterkonten nochmal hin und her buchen musste und dementsprechend hier nach und nach auch nochmal verschiedene Aspekte mit draufgeschlagen sind. Worauf basiert das Ganze aber? Worauf basiert dieses ständige Wachstum, dieser Bedarf an der EEG-Umlage? Das ist das EEG-Konto. Und das EEG-Konto kann man sich jetzt tatsächlich genauso vorstellen, dass es eben ein Konto ist, wo eine Bilanz, eine Buchführung dahinter steckt, mit verschiedenen Einnahmen und verschiedenen Ausgaben. Die Einnahmen an sich sind Erlöse in der Vermarktung von erneuerbaren Energieanlagen. Das sind verschiedene andere Einnahmequellen, die sich rund um den Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen praktisch zeigen lassen. Aber vor allem, jetzt vom Abstand, vor allem sind das die Zahlungen der EEG-Umlage. Und wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir im Januar 2020 Einnahmen von 2,2 Milliarden Euro hatten, dann waren 2 Milliarden von diesen 2,2 EEG-Umlagen Einnahmen. Das heißt, 90-95%, wie auch immer, sind die Unerwerb aus der EEG-Umlage und die letzten 5-10%, die kommen aus der eigentlichen Vermarktung, aus den eigentlichen Vermarktungserlösen. Weil wir uns ja auch schon an anderer Stelle angeschaut hatten, dass wir in der Strombörse ganz selten hohe Preise haben. Das heißt, im Regelfall haben wir niedrige Preise, wenn nicht sogar fast schon mal negative Strompreise. Da erwirtschaftet man also auch mit einer Photovoltaikanlage, auch mit einer Windkraftanlage, nicht unbedingt große Einnahmen. Aber man kriegt ja trotzdem eine garantierte Vergütung, zu der wir gleich noch kommen. Das heißt, diese allgemeine Einnahme, die Regelgrundlage ist Hauptfaktor. Wenn wir uns aber die Ausgaben anschauen, dann sehen wir mit dem absolut größten Teil hier bereits die Zahlungen nach den diversen Paragraphen im EEG. Und das sind die unmittelbaren Vergütungen für die geförderten Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Biogasanlagen und so weiter. Die machen hier über 95% der Ausgaben bereits aus, nämlich 1,96 Milliarden Euro von 1,97 Milliarden Euro in diesem Fall. Was bedeutet das? Wir nehmen all den Bedarf, den wir haben, um unsere EEG-Anlagen zu fördern, aus diesem EEG-Konto heraus. Und wenn das mal mehr ist und mal weniger, dann schwankt dementsprechend auch der Bedarf an einem Kontostand in diesem EEG-Konto. Und wenn dieser Kontostand hier mal geringer wird, wenn das immer mehr Bedarf an Auszahlungen, immer mehr Bedarf an Subventionen praktisch vorhanden ist, dann muss ja irgendwo wieder eine Einnahme herkommen. Und diese Einnahme ist, ja, wie wir gesehen haben, vordergründig aus der EEG-Umlage. Und genau deswegen steigt die EEG-Umlage diese ganzen Jahre immer mehr, weil wir immer mehr Auszahlungsbedarf haben. Wir haben keine anderen Einnahmequellen, weil nämlich die örtlichen Preise immer so dermaßen schwank und so dermaßen niedrig sind, dass es einfach gar keine anderen Einnahmequellen geben kann. Also muss das Geld aus der EEG-Umlage kommen. Und deswegen muss die EEG-Umlage steigen. Nach dem aktuellen Förderregime. So wie das organisiert ist, so wie die Gesetze aufgebaut sind, muss die EEG-Umlage steigen.
Das ist also gar kein böser Wille, das ist auch kein unmittelbar politischer Wille, sondern das ist eine Gesetzgebung, wie sie ursprünglich bereits im Jahr 2000 gelegt wurde. Das heißt aber auch, wenn wir das ändern wollen, müssen wir grundsätzlich das gesamte Förderregime, das gesamte Umlagensystem der Energiewirtschaft ändern. Denn dieser Ausschnitt, den wir ja haben, der deutet ja nur erstmal etwas an. Das ist ja jetzt als letztes im März 2020. Im März 2020 haben wir ein Defizit von 540 Millionen Euro auf einem Konto, was nur gut 2 Milliarden drauf hat. Mittlerweile ist das EEG-Konto leer. Das heißt, bereits im Juni, Juli haben wir so dermaßen viele Ausgaben auf dem EEG-Konto gehabt, dass keine Reserven mehr auf diesem Konto waren. Das bedeutet jetzt nicht, dass dann keine Zahlungen mehr rauskommen, sondern diese Zahlungen müssen dann von den Übertragungsnetzbetreibern erstmal vorgeschossen werden, aber faktisch fehlten jegliche Reserven auf diesem EEG-Konto, weil immer mehr Förderungsbedarf für die EEG-Anlagen vorhanden war. Die konnten nichts an der Börse erwirtschaften, also mussten sie extra gefördert werden und genau dort kamen dann die letzten Reserven von dem EEG-Konto auch entsprechend weg. Deswegen ist im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets dann auch etwas passiert, dass man nämlich gesagt hat, wir als Bundesregierung zahlen mal ein paar Milliarden Euro extra in das EEG-Konto ein, um jetzt einfach zu sagen, wir entlasten hier praktisch mal diese Situation, wir zahlen extra ein und haben auf diese Weise dafür gesorgt, dass die EEG-Umlage in den nächsten 2 Jahren zumindest stabil bleibt oder sogar um ein paar Kommastellen hinter dem Cent verringert werden kann. Während wir aktuell eine EEG-Umlage von 6,75 Cent haben, wird sie im nächsten Jahr auf 6,7 und dann im nächsten Jahr auf 6,5 abgeschätzt werden. Das ist also durchaus schon mal okay. Oder sie geht sogar auf 6 Cent runter. Über die nächsten Jahre ist das eine minimale Entlastung. Es ist vor allem erstmal keine Mehrbelastung, ist schon klar. Aber es zeigt halt trotzdem, dass das Umlagensystem, dass das Fördersystem rund um die EEG-Anlagen, rund um das EEG-Konto nicht wirklich nachhaltig sind. Das heißt, wir müssen uns eigentlich überlegen, wie wir den Ausgleich des erreichten Handelspreises, der ja an der Börse immer niedrig ist, der selten sich wirklich lohnt, wie wir diesen Ausgleich zur garantierten Vergütung, die ja ganz oft der Grund war, warum man überhaupt die Anlagen gebaut hat und zugebaut hat, dass man das irgendwie anders hinbekommt. Und sei es eben durch eine pauschale Förderung aus eben unmittelbaren Steuergeldern oder sei es durch irgendwelche anderen Förderanreize oder Betriebsanreize, die sich aber eben nicht auf dieses klassische Umlagensystem hinauslaufen lassen. Denn diese Einzahlungen haben nun mal mit fast 95, 96, 97% Anteil ganz klar diese Quelle der Umlage, die auf der Stromrechnung des Endkunden liegen. Das lohnt sich einfach nicht. Das ist nicht nachhaltig. Das ist so dieser eine Part. Wir haben die Umlagen, wir haben die Abgaben, wir haben die Steuern, die auf der Stromrechnung liegen. Und das müssen wir ändern. Das ist ein klarer Bedarf, das muss umgestellt werden. Das ist so nicht nachhaltig. Unser gesamtes System mit immer weiter wachsenden Anteil erneuerbarer Energien würde dieses Umlagensystem nach und nach komplett ad absurdum führen. Das muss gelten. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, der die Stromrechnung des Endkunden über die nächsten Jahre nochmal so richtig umwerfen wird und wovon viele noch nicht wirklich sich ein Bild gemacht haben. Bisher wird der Stromverbrauch ja einfach nur durch ein sehr analoges System, durch einen Ferraris Stromzähler durch so leicht digitalisierte elektronische Zähler abgelesen. So ein Ferraris Stromzähler, benannt nach einem Herrn Ferraris, funktioniert seit dem 19. Jahrhundert genauso wie heute. Es ist ein absolut analoges System, absolut mechanische Messung praktisch, wie viel Strom hier durchfließt. Dann drehen sich Zahnräder, dann dreht sich dieses schnelle Rad, was man vorne immer sieht, mit so einer kleinen roten Markierung. Man sieht dann, dass es sehr, sehr schön sich dreht. Wenn sich das dreht, dreht sich entsprechend hier der Zählerstand nach oben. Absolut einfaches System, funktioniert immer schön nachhaltig. Diese Geräte kommen nun weg. Diese Geräte werden ersetzt durch Smart Meter. In diesen Fotos explizit sind das sogenannte moderne Messeinrichtungen. Das ist die Light-Variante des Smart Meters, der noch nicht so besonders viele Funktionen hat. Der kostet jetzt im Durchschnitt so 23 Euro im Jahr. Der klassische Ferraris-Stromzähler kostet weniger. Der kostet je nachdem 5 bis 15 Euro im Jahr.
hat also sich in diesen Messstellenbetriebskosten der Netzentgelte wiedergefunden. Diese modernen Einrichtungen mit ihren 23 Euro kosten auch noch nicht die Welt. Das wird man fast nicht spüren auf der Stromrechnung. Aber die sind ja, wie gesagt, nur die Light-Variante des Smart Meterings. Die sogenannten intelligenten Messsysteme, die eigentlichen Premium-Smart Meter, die werden deutlich teurer. Dafür schauen wir uns mal die Gesamtübersicht an vom Bundeswirtschaftsministerium. Das war eine ursprüngliche Rollout-Planung mit 2017. Wir wissen ja alle, dass es nicht passiert ist, sondern jetzt erst Anfang des Jahres auch tatsächlich gestartet hat. Weil hier sehen wir, dass die intelligenten Messsysteme gerne auch mal Kosten von 60 Euro oder 100 Euro und mehr pro Jahr haben können, eben je nachdem, wie viel Stromverbrauch man als Kunde hat. Wenn mein Stromverbrauch irgendwo zwischen 6.000 und 10.000 Kilowattstunden liegt, dann bezahle ich eben 100 Euro im Jahr für meinen Stromzähler, für meinen Smart Meter. Wenn ich bisher Zählerkosten von 10, 15 Euro hatte und habe dann Zählerkosten von 100 Euro, dann wird man das auf einer Stromrechnung natürlich deutlich spüren. Das ist ein Grund, warum für viele Verbraucher, die in diesen Segmenten von mehreren tausend Kilowattstunden liegen, es also wirklich eine spürbare Erhöhung der Stromkosten geben wird, nämlich im Bereich der Stromzahlung. Jetzt ist es aber die Frage, was für Einsparmöglichkeiten man hat, wenn man so einen Smart Meter einsetzt. Das heißt, im Bereich von Smart Home Anwendungen, im Bereich von Energiemanagement Anwendungen hat man ja eventuell Chancen, besonders stromfressende Geräte entweder zu finden und deswegen auszustellen oder sie einfach dann laufen zu lassen, wenn der Strom günstig ist oder was auch immer. Es gibt auf jeden Fall dort in diesem Bereich Möglichkeiten, um auch mal Strom einzusparen. Und auf diese Weise diese Mehrkosten womöglich auch wieder reinzuholen. Das wäre so der eine Ansatz, mit dem man auf jeden Fall hier nochmal gucken könnte, diese Mehrkosten, die durch das Smart Meter auf jeden Fall auf die Rechnung kommen werden, ein bisschen auszugleichen. Und was man auch noch bedenken muss, und das wird viele Leute auch nochmal extra verwirren, mit äußerster Wahrscheinlichkeit und Sicherheit werden die Kosten im Smart Metering-Bereich, die Kosten für den Messstellenbetrieb, nicht mehr auf der normalen Stromrechnung stehen, sondern in einer zweiten Stromrechnung kommen. Wenn dann also die Stromrechnung augenscheinlich geringer wird, sollte man nochmal schauen, ob dort nicht vielleicht extra steht, hey, ihr kriegt eine zweite Rechnung für den Messstellenbetrieb, und zwar im Zweifel von einem anderen Unternehmen. Euer Energieversorger ist dann der eine, der euch die Stromrechnung schickt. Euer Messstellenbetreiber ist dann aber der andere, der euch eine zweite Rechnung schreibt. Und genau diese müsst ihr auch bezahlen und nicht ignorieren. Also, nochmal zusammengefasst, kann man sagen, die Umlagen, die Abgaben, die Steuern sind der Aspekt, warum die Stromrechnung für den Kunden teurer wird, obwohl der Strom an sich an der Börse eher günstiger wird. Die Entgelte sind natürlich ein wichtiger Aspekt, die gerade für die Haushaltsverbraucher extrem hoch sind und für Industrieverbraucher deutlich geringer sind. Und das macht wieder Urlaub und hier nochmal extra Kosten, gerade für die Kunden mit etwas mehr Stromverbrauch bedeuten, wo man dann hoffentlich Chancen hat, an anderer Stelle wieder Energie einzusparen und deswegen die Rechnung auch ein bisschen niedriger zu halten.